Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innie Runs von den Runes of Magic Brothers. Das ist meine Wenigkeit Julian und mein Moderator Kollege Nico mit den weißen Schwingen. Ja, hi. Hallo. Er hat es geschafft. Nach der dritten Moderation hat er es geschafft, endlich mal Hallo zu sagen. Also ich bin ja ganz stolz auf ihn. Ich hoffe, ihr auch. Wir sind heute gerade noch im mythischen Altar und Nico erzählt euch jetzt ein bisschen was zu der Innie. Ja, also um da reinzukommen, also wir sind hier da den Weg runtergelaufen und um da reinzukommen, muss man erstmal hier auf so einen Steintisch klicken. Dafür muss die ganze Gruppe auch zusammen sein, man kann es nur einmal drücken und wenn man da drauf drückt, sind alle in dem Umkreis da, werden dann dahin geportet halt. Ja, also hier können wir gerade guter Spektakel sehen, also ihr zieht hier wieder eine ganze Story. Also das hat Frogs eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Ich hatte mal die Quest, aber die hatten wir auch in ein Video reingestellt. Nur unser Techniker mit den weißen Schwingen hat es nicht hingekriegt, seinen Sound in das Video einzubauen. Ja, mein Mikrofon war aus. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich konnte ihn hören, also jetzt können wir euch leider nicht die Quest vormachen. Letztes Mal haben wir euch die Quest gezeigt. So können wir nur einen Indie-Run machen. Arbeiten hier großteils, um das euch zu erläutern, da wir ein bisschen höher sind mit Fegefeuer. Damit kriegt man die Mobs ja eigentlich gut weg. Als Mage. Ich weiß ja nicht, was ihr für eine Klasse seid, aber eigentlich ganz gut. Ich bin ganz glücklich. Wir haben schon den ersten Abonnenten. Und, ja. Wir können trotzdem im Questweg laufen. Das ist nicht vom Quest abhängig. Dann gehen wir für euch extra einmal den Questweg, wie ich gerade höre. Also es gibt zwei Wege in der Innie, wie Nico euch mal auf der Map zeigen kann. Eine Sekunde, es leckt gerade. Also man kann einmal hier lang gehen, das ist immer der normale Weg, der ist immer offen. Und wenn man hier lang gehen will, ist halt erstmal verschlossen der Weg. Da muss man die Statue hier benutzen, die sich dann halt so drehen wird. Und dann zeigt er mit den Weg. Und genau dann, auf diesen Gang, und der Gang öffnet sich, oh Magic. Da ist leider Feuer. Hier brennt es und dafür braucht man jetzt die Quest. Nein, weil brauchen wir nicht. Können wir nicht machen, weil wir jetzt nicht das Wasser holen können, ne? Doch, können wir. Dann holen wir das Wasser. Also, man muss diesen Weg jetzt ablöschen. Das ist aber auch alles in der Quest. Und, entweder ihr könnt die Quest machen, aber wir werden es euch trotzdem einmal zeigen. Und dafür gehen wir jetzt noch den Weg zum Wasser. Wir werden Wasser holen, um das Feuer zu löschen. Dafür müssen wir mal ein bisschen rennen. Ja, das ist ein bisschen doof in meiner Innie mit dem Rumgerennen. Unsere Folge heißt ja auch Innie Runs. Das heißt, wir rennen auch. Ja, voll schnell. Und schön sind wir auch noch. Nico macht alles kalt, ich bin nur der Dumme, der hier rumrennt. So ist das halt, wenn man noch so niedrig ist, in Anführungsstrichen. Also wir haben uns jetzt gerade neu gegründet, den YouTube-Channel, und haben den ersten Abonnenten nach einem Tag. Ich bin enorm stolz und freue mich über diesen einen Abonnenten und vielen Dank an dich. Hat noch schon ein paar Aufrufe. Ist eigentlich, ich hoffe, der Channel wird noch ein bisschen berühmter. Ja, komm, was willst du mehr erwarten für einen Tag jetzt? Ist ja jetzt. Also für einen Tag bin ich sehr zufrieden. Ja, ich auch. Also hätte ich nicht mit gerechnet, dass. Also um mal so ein bisschen zu der Innie zu kommen. Ab wann ist die ungefähr empfehlenswert? Nico, Sachen Level. Also Quest kriegt man mit 38. Quest kriegt man mit 38. Ich glaube, mit 38 sollte man hier noch nicht solo reingehen, oder? Ja, also wer geht auch mit Quest hier sofort solo rein? Das ist die gute Frage. Was schätzt du für ersten Solo-Run? Also für solo Charakter, welches Level? Also solo bis schaffst du ja auch noch nicht.
wenn ich es mal so sagen darf. Also, obwohl du eigentlich schon relativ gut gepimpt bist. Also wenn ich so... Auch wenn man gepimpt ist, ist 55 auch noch schwer, finde ich. Ja, nee, 55. 54 meine ich. Also mit 54 konnte ich hier nicht durch. Noch nicht. Ja, mit einer Gruppe geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller, ja. Aber die Mobs ziehen hier doch schon ganz schön Schaden. Bei mir jetzt nicht so, weil ich halt viel Widerstandskraft habe und... Ja. So, hast du das Wasser besorgt? Ja, ja, das habe ich jetzt. Also da hinten konnte man Wasser besorgen. Das hat Nico natürlich jetzt erstmal wieder schön übersprungen. Das finde ich total lustig. Er überspringt erst das Wichtigste. Ich hoffe, du verreckst an diesem Buff. Wenn ich es jetzt finde. Da, hier ist das heilige Quellwasser. Das konntet ihr da vorne an diesem schönen Blumenpott mitnehmen. So ein großer, ich glaube, der war rot, ne? Nein, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall stand ein Blumenpott, an den ihr euch das Wasser mitnehmen konntet. Weil man kann natürlich auch so ohne Rucksack, also zumindest sagt mir mein Aussehen, dass ich keinen Rucksack dabei habe, aber trotzdem einen habe, kann man mal schnell Wasser mitnehmen, um so ein Riesenfeuer zu löschen. Also total realistisch halt. Ja, das müsste es mal in echt geben. Wenn du so viel Wasser mitnehmen kannst, das hätte was. Oh! Jetzt darf ich wieder im Kreis laufen. Er darf im Kreis laufen und ich darf mit Mana-Kluftbekanntschaft machen. Also die Mobs hier haben, glaube ich, auch wieder... Die zwei nervigsten sind, glaube ich, hier. Die Top 2 der nervigsten Angriffe ist Mana-Kluft und Lauflauf. Genau, Lauflauf. Das ist Lauflauf. Ein lustiger Name, wie du es nennst. Wir haben das umgetauft auf Lauflauf, weil es sich einfach dumm anhört. Und die Mobs einfach dumm sind, die das machen. Weil das ist total scheiße für den Benutzer. Die haben auch Gefühle. Ja. Wir sind übrigens lesbisch, das geht in Runes of Magic sehr leicht. Einfach heiraten. Also, das hat ein super System. Ich zieh die Mobs hier aber trotzdem schon. Ja, aber die Bosse, die sind hart. Warte, ich mach. Dann lösche ich mal das große Feuer. Hab ich. Was passiert nichts. Doch, jetzt ist es aus. Jetzt müssten hier eigentlich jede Menge Mobs kommen, aber es wurde gerade verbuggt. So, eigentlich müssten jetzt jede Menge Feuergolems oder so kommen, hier so auf der Treppe. Was das natürlich nicht tun. Ist natürlich klar. Ja. Freut euch, wenn ihr einen Bug habt, sonst würde ich euch empfehlen, ein bisschen zu fighten. Aber irgendwie sehe ich gerade, haben wir Glück gehabt und leichter Bug und. Was will man machen? Ich kann mich nie beschweren. Wieso Glück gehabt? An ein paar Mal Fegefeuern sind die auch weg. Ja, bei deinem Level. Und du bist ja auch gut gepimpt. Ach so, für die meinst du jetzt. Na klar. Buffen. Komm, buff mich. Gut, perfekt. Also wie ich glaube ich vorher schon mal gesagt habe, wenn ihr Fragen zu Marco... Ich glaube, das machen wir sowieso schon, oder? Wir werden ein Makro-Tutorial für euch machen. Ein Pet-Tutorial ist in Arbeit. Dann wollen wir euch nächstens ein Tutorial machen. Ich will mir eine neue Rüstung zusammenbauen. Wir werden probieren, das in Tutorial zu machen, nur da das so viele Schritte sind, müssen wir gucken, ob wir das schaffen, weil das ist doch schon ein bisschen komplexer, wie ich die vorhab zu machen. Ja, das stimmt. Weil ich das mit mehreren Accounts mache, um arkane Umwandlerladungen zu sparen. Oder ich bin am Überlegen, ob ich extra für euch das nicht mit Multi-Accounting mache, sondern dann Multi-Accounting ja illegal ist, würde ich euch auch nicht empfehlen, wenn ihr das machen solltet. Es wäre doof, da ihr dann gesperrt werden könntet. Wir sind die bösen Buben. Wir machen das so. Obwohl, in dem Sinne ist es ja kein Multi-Accounting. Ich kann ja auf meinen Account einfach noch einen neuen Char erstellen und den hochziehen. Mit mir. Ja, oder alleine durch Questen. Muss ja nur bis auf Level 10 sein, dann kriegt man ja keinen Umwandler. Ja, aber ich glaube, mir geht das ein bisschen schneller, oder? Ja, 2 Minuten. Ja. Oder 3 Kills. Und wie ihr seht,
ist, sind die Flammen hier jetzt aus und normalerweise müssen wir jetzt den Quest abgeben und dann rennt die Armee, die da vorne war, hier durch und ja, letztes Mal konnten wir das alles schön präsentieren, aber für den Arsch, Nico hat's verkackt. Wie gesagt, immer bin ich der Arsch. Wie gesagt, wir sind noch Neulinge und kann man nichts machen. Auch wenn ihr immer schöne Tipps habt, was wir besser machen können in unseren Videos, in unseren Indie-Runs. Wir sind sehr lernfähig, wir wollen ja noch besser werden und euch auch schöne Tutorials bieten. Also nicht Tutorials, die auch, aber... Schöne Videos. Schöne Videos einfach. Wir wollen, dass ihr tolle Videos kriegt. Jetzt will ich hier mal mitfighten. Hey, ich zieh 2%. Wow. Nee. Doch. Nein, gerade hast du nichts gezogen. Klar zieh ich, aber nicht so viel wie du. Ich zieh nur 7500. Ich zieh 50.000. Ja, ich weiß. 30, verdammt.